Hallo guys und willkommen zum zweiten Part von Almo reagiert auf die neue Operation. In diesem Part werde ich heute in die ersten 100 Sterne reinschauen und ja, ich habe da auch ziemlich reingelackt, würde ich mal sagen. So Jungs, die ersten 100. Let's go. So, okay. Aber das ist ja klar, Alter. Dann kaufen die Leute ja alles nur die hier rein, oder? Get everyone from the. Ja. Go! Give me! Oh. Okay. Du Hund. So. Ja, okay, aber das ist irgendwie ein bisschen weg. Kann ich da nicht gleich, weiß nicht. Da 40 Drops auf einmal raushauen? Muss ich da jetzt jedes ein. Aha. Pink. We got the pink boys. Okay. Was dauert das ewig, bis ich da 100 Sterne abarbeitet habe, Jungs? Wenn ich da alles einzeln machen muss. Okay, erste Pink. Ich glaube, Pink ist gut. Warte mal, da guck mal kurz nach, wie gut Pink aktuell wirklich ist. So, wir haben die ersten 5. Ich hab Pink. Seid im Community-Markt. Was kann das kosten? Was ist das für eine Condition? What? Nee! Oh. Boys, Alter, let's go! 150 das Stück gerade. Wo sind wir denn da gerade? FT? 100? Okay. Was, die ersten 100 Sterne haben sich schon mal gelohnt. 40 Euro rein. 150 Retour. Ist einmal so ein Schla also ein 100er kann man sagen. Den haben wir mal. Das ist sehr fein. Okay, ich glaube, ich bleibe in dieser Collection. Soll ich gleich Trade-up machen auf Red? Soll man so wild sein? Das sollte man das noch aufheben. Ich glaube, ich hebe es mal noch auf. Das ist bis jetzt das krasseste Item, was ich bekommen habe. Und ich glaube, das wird auch das krasseste sein, was ich. Also, es wird auch dabei bleiben. Ich glaube, da wird nichts Wilderes mehr kommen. Aber wer will jetzt so einen richtigen Martin machen? Einfach jetzt eine AWP gehen. Ich mache den Martin. Okay, schauen wir mal hier rein. Vielleicht geht da was. Ja, aber ist vielleicht auch gut, dass sie das so gemacht haben. Dass du dir halt jedes Stück einzeln ziehen musst. Weil, wenn die das dann schon so machen, dass du dir da ja aussuchen kannst, wo du was bekommst. Dann ist ja klar, dass die Leute da mehr sich auf das hier konzentrieren werden, als auf die Agents oder Sticker Graffiti Bullshit. Wir haben ja hier auf die drei Collections und auf die Kisten. Aber da haben wir schon gesehen, da gibt es schon knapp 10k Stücke auf dem Markt, also für die Kisten. Warte mal, bekomme ich dann nur die Kiste oder wird die dann auch gleich gehebelt? Okay. Muss ich dazu jetzt ins Inventar gehen? Ja. Unlock die. Okay, und dann zahle ich nochmal extra für den Key. Ja, okay. Dann machen wir halt mal. Jetzt gleich Knife, dann wissen wir auch gleich, was für Knives drinnen sind. Let's go. Okay, oder auch nicht. Kein Knife. Ja gut, aber dann bleiben wir da bei der Operation. Ich kacke auf die Kisten. Hallo? Ja, so. Gucken wir mal hier rein. Da hat die AK wild. Gleich FN. Super Low Float.
Weil wenn die das so gemacht hätten, dass du dir, so wie sie das aufgebaut haben, dass du dir halt aussuchen kannst, was du dir da ziehst. Und dann kannst du da gleich, weiß nicht, 10 Stück Drops, also ja, kaufen mit den Sternen auf einmal, dann wird es einfach, das wären dann zu viele Stück. Es spielen aktuell so viele Leute CS. Da wird jetzt so viel Geld rausgebootet, overall, also die werden sich jetzt richtig dumm und dämlich verdienen, was sie nicht so schon machen. Aber da werden jetzt einfach giga viele Skins gedroppt. Ich glaube nicht, dass sich immer bei diesen Operation Skins, jetzt diese Operation, dass die auf lange Zeit irgendwie als Wertanlage oder sowas. Also das ist, glaube ich, nichts zum Collecten so. Aber mal gucken, es ist der erste Tag von der Operation, die wird es auch safe jetzt wieder wahrscheinlich 10 Wochen Minimum gehen mit den Herausforderungen und dann wahrscheinlich noch einen Monat länger und keine Ahnung. Also die haben wir ja sicher mal die nächsten 3 Monate, sage ich mal. Die USP, die war schon wild. Da einfach, was war denn das? Das war der zweite oder dritte Drop? Ja, der dritte. XD. Na gut, aber seitdem halt jetzt doch nur nothing eigentlich. Aber eigentlich egal. Auch wenn ich jetzt mit den restlichen Sternen nichts mehr. Oh, ich habe nochmal noch 15. Je. Ich bin trotzdem jetzt einfach mal Profit. Es läuft. Wäre halt eigentlich auch interessant, ob es jetzt nicht sogar klüger wäre, die USP zu sellen, weil die einfach jetzt für einen viel höheren Preis weggeht als sonst, weil es halt einfach noch nicht so viel gibt. If you know what I mean. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Einerseits, ich würde sie mir gerne aufheben, andererseits werde ich nachher, glaube ich, nicht mehr. Oha, da habe ich 1, 2, 3, 4 mal die Nova hintereinander bekommen. Dann in der 8 dazwischen und davon nochmal die Nova. Oh je. Also die Collection hat mich hops genommen. Auf jeden Fall. Ja, ich verkaufe sie zwar nicht jetzt, ich überlege es mir dann nachher nochmal oder so, keine Ahnung. Gut, ja. Overall. Nice, das ist eine Operation Dice. Und es wird dann wahrscheinlich, gucken wir gleich mal, wieder 10 Wochen. Haben wir 10, 15, 16 Wochen. Okay. Okay, okay. Ein XP Boost wird es auch wieder geben. Das finde ich sehr nice, weil dann geht sich das bei mir auch aus. Bis Level 40 Ende des Jahres. Das finde ich auch sehr gut. Wenn ich jetzt noch nicht in die Arbeit fahren müsste, würde ich jetzt mir noch mehr Sterne holen, aber gut. Soll so sein. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Hat von euch jemand auch schon so reingelackt wie ich oder geht's euch da nicht so gut wie mir? Overall, was ich so mitbekommen habe, sind die Drop Rates irgendwie ziemlich hoch oder kommt es nur so vor, weil halt jetzt eben so viele Leute Kisten hebeln und sich die Drops gönnen, dass da halt auch so viel gutes Stuff rauskommt. I don't know. Auf jeden Fall über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über ein Abo auch, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sage ich auch nochmal noch Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.